Niklas will seine Freundin überraschen. Schließlich hat sie heute Geburtstag. Doch jetzt ist erstmal Niklas überrascht. Von den Blütenpollen muss er niesen, Heuschnupfen. Pollen, Staub, Erkältung oder helles Licht. Der Niesreflex kann durch viele Dinge ausgelöst werden. Niesen kennt jeder. Aber Augenblick mal. Was passiert beim Niesen eigentlich genau? Das Ganze geht einfach zu schnell für unser Auge. Die Zeitlupe zeigt, welche Kräfte beim Niesen in unserem Körper wirken und was genau dabei passiert. Niesen ist eine Mini-Explosion durch Luftdruck. Schlagartig entlädt sich Luft durch unsere Nase und unseren Mund. Die Pollen oder Tröpfchen, die dabei mit bis zu 180 km in der Stunde aus unserer Nase geschleudert werden, sind zu klein fürs bloße Auge. Unser Niesreflex soll unsere Lunge vor Fremdkörpern schützen. Das funktioniert so. Gelangt ein Fremdkörper in unsere Nase, reizt er dort die Sinneszellen unserer Schleimhäute. Unser Gehirn sendet ein Signal an unser Nervensystem. Das Zwerchfell zieht sich zusammen. Das heißt, wir atmen tief ein, viel Luft strömt in die Lunge. Jetzt verschließt sich automatisch der Kehlkopf und wir spannen unsere Muskeln an. Dadurch wird die Luft in der Lunge und im Rachen komprimiert. Es entsteht ein extrem hoher Luftdruck. Beim Niesen entlädt sich der Druck schlagartig. Was uns zum Niesen bringt, wird bis zu 5 Meter weit aus unserer Nase geschleudert. Niklas versucht, das Niesen zu unterdrücken. Das ist nicht gut. Denn kann sich der hohe Luftdruck nicht entladen, führt das auf Dauer zu Schäden an Lunge und Trommelfell. Nase zuhalten statt niesen ist ungesund. Niklas sollte also lieber niesen und dabei daran denken, dass er seinem Körper damit einen Gefallen tut. Und niesen kann man ja auch zu zweit genießen.